Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Morinol M. Und in der letzten Folge haben wir versucht, den LKW hier hinten anzuhalten, aber das ist jetzt nicht so gut gelungen. Deswegen suche ich mir einfach den nächsten, weil wir brauchen immer noch diese Punkte, um ja. Ihr wisst schon, diesen Besprechungsraum freizuschalten. Aber jetzt brauchen wir erstmal genügend Einflusspunkte. Dann suche ich mir mal einen LKW. Den möchte ich gerne mal kontrollieren. Einen. Okay. Ich fahre mal ein bisschen schneller. Und langsam und schnell und langsam und schnell und lang. Okay. Wo haben wir's? Wir nicht. Wir brauchen einen LKW, den ich gerne kontrollieren möchte. Aber ich sehe hier gar keine LKWs. Nur auf der anderen Seite. Da ist einer, da ist einer. So, Matrix. Signale bitte folgen. Ja, jetzt muss ich ihn anhalten. Bitte einmal zur Seite fahren. So. Und jetzt bitte anhalten. Okay. So. So, ich kontrolliere sie einfach einmal. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo. Ich komme gleich auf Sie zurück. Ja, erstmal Hallo sagen. So, Profile prüfen. Profile zu niedrig. Achse gewogen. Ja. Da untersuche ich mal. Alles vorhanden, Erste-Hilfe-Kaste vorhanden. Erste-Hilfe-Kasten abgelaufen. Warndreieck ist aber vorhanden. Ja, Profil, alle zu niedrig. Achse, auch nicht gut. Dann schauen wir mir erstmal ihre Ladung an. Oder nee, erstmal die Lichter. Bremslicht funktioniert. Blinker funktionieren. Fahrtlicht ist auch in Ordnung. Blinker funktionieren. Licht ist defekt. Okay. Was haben wir hier? Ladung in Ordnung. Ladung ist auch gesichert. Ladung. Ist in Ordnung, ja, das sieht eigentlich relativ gut aus. Aber jetzt muss ich mich erstmal mit Ihnen unterhalten. Mit Ihr Erste-Hilfe-Kasten ist abgelaufen. Ihr Verbandskasten ist abgelaufen. Schon abgelaufen? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Müssten Sie aber eigentlich. Es gibt zwei technische Mängel. Einmal Ihre Profile. Ihr Reifenprofil ist zu niedrig. Sie sind aber ganz schön penibel. Aber Sie haben ja recht. Der Zustand der Reifen ist schon wichtig. Ja, und dann ist ihr Licht nicht funktioniert. Mit Ihren Lichtern stimmt etwas nicht. Gut, dass Sie das sagen. Ich werde mich gleich heute noch drum kümmern. Ja, das ist gut. Ich hätte gerne einmal Führer- und Zeigen Fahrzeugschein. Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. Ja. Also einmal Passbild ist in Ordnung.
Er hat keine Fahrerlaubnis. Der kommt auf jeden Fall aus ins Gefängnis, aber jetzt noch nicht. Name ist auch in Ordnung. TÜV ist abgelaufen. Nee. Die Kennzeichen. Ja, Nummerschild. Okay. Jetzt noch die LKW-Papiere. Einmal bitte Ihr Fahr- und Ruhezeit. Kann ich bitte Ihren Fahr- und Ruhezeitennachweis sehen? Hier, bitte. Leider stimmt hier etwas nicht. Frachtpapiere, bitte. Zeigen Sie mir bitte Ihre Frachtpapiere. Hier sind meine Papiere. Sportartikel. Okay. Haben Sie Drogen oder Alkohol? Haben Sie etwas getrunken? Ich habe natürlich nichts getrunken. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Drogen? Ich doch nicht. Ja, auf jeden Fall kommen Sie jetzt mit. Sie müssen mitkommen. Ich muss Sie mitnehmen. Bitte steigen Sie aus Ihrem Fahrzeug. Er hat nämlich keine Fahrerlaubnis. Ja, das weiß ich. Fahrzeit zu lange, Erste-Hilfe-Kasten abgelaufen, keine Fahrerlaubnis, Lichteffekt, Ladung nicht auf Papieren und geringes Profil. Das sieht nicht gut aus. Sie kommen jetzt mit. Und ich habe auch schon genügend Punkte. Das ist sehr gut. Wissen? Jetzt habe ich genügend Punkte. Dann können wir uns das ja gleich kaufen. Wie cool. So. Wir behalten jetzt erstmal hier. So. Und jetzt kann ich... Gehe ich erstmal in mein Büro. Dann kann ich mir dieses Upgrade kaufen. Den Besprechungsraum. Ja. Besprechungsraum. Jetzt kann ich mit Bagger reden. Gut, dass Sie kommen. Bleiben Sie gleich hier. Der Zoll bittet um unsere Hilfe und wir haben gleich ein Meeting. Es geht um Waffenschmuggel. Oh, ja, klar. Ich möchte Ihnen Petra Schäfer vorstellen. Sie ist eine Kollegin vom Zoll und bittet um unsere Mithilfe. Vielen Dank, Herr Becker. Der Zoll hat Informationen, dass illegale Waffentransporte im Einsatzbereich Ihrer Autobahn durchgeführt werden. Aus diesem Grund wollen wir in einer gemeinsamen Aktion eine große Anzahl von LKW untersuchen und hoffen, dass wir einen dieser Waffentransporte finden. Im Grunde genommen bedeutet das, dass wir LKW-Kontrollen durchführen, uns dabei aber ausnahmsweise nur auf die Ladung konzentrieren. Verschwenden Sie dabei also keine unnötige Zeit mit der üblichen Kontrollroutine. Nun machen Sie sich auf den Weg. Okay. Also, ich glaube, das war's dann mit dieser heutigen Folge Autobahn Polizei Simulator 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!